Hallo Freunde und willkommen zurück zu Kolat. Es ist immer noch eisig, es ist immer noch windig. Ich habe in der Zwischenzeit bestimmt anderthalb Stunden bin ich hier. Ich habe die Aufnahme laufen gehabt, durch die Gegend gelaufen. Ich habe sogar mal Pause zwischendurch gemacht, weil ich einfach nur genervt war. Ich habe mich ein kleines bisschen mit dem Kompass auseinandergesetzt. Das heißt, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass der in Kyrillisch ist, worauf man auch hätte kommen können, ne? Weil es hier in Russland spielt. Ja, keine Ahnung. C steht auf jeden Fall für Norden und H.O. Ich meine, man spricht es, glaube ich, nicht so aus. Es ist kein richtiges H.O., aber wir nennen es mal so. Soll Süden bedeuten. Ja, ich irre natürlich hier immer noch umher, aber ich glaube, ich müsste mich, ja eben begann auch die Musik wieder, aber das heißt ja irgendwie gar nichts, müsste mich dem angenähert haben. Und ganz ehrlich, ich habe ja so viele Sachen jetzt auch in den anderthalb Stunden, die ich aufgenommen habe, wo ihr nicht dabei wart, ja, umhergedacht. Aber ganz ehrlich, auf der Karte werden ja alle wichtigen Orte angezeichnet. Die Monumente, hier das verbrannte Gebiet, da dieser besondere Baum. Hier weiß ich gar nicht mehr, ob das dann wirklich die Kirche ist, weil ich glaube, hier dürfte ich mich gar nicht befinden, weil ich mich immer Richtung Norden, quasi vom Funkturm aus Richtung Norden oder leicht nördlich, nordwestlich durchgearbeitet habe. Deshalb, also ganz ehrlich, wir haben diese Kirche schon mehrmals gesehen, aber wir waren nie drin. Und genau das gleiche, das ist doch eine Kirche, oder? Und genau das gleiche hatten wir eigentlich auch bei dem Waldgebiet. Das haben wir auch vorher gesehen und erst als wir da drin waren, ich glaube, das war letzte oder vorletzte Folge, wurde das Gebiet ja markiert. Also es war schon vorher markiert, aber hier mit diesem runden Kreis, dass man, wow, dass man da war. Alter! Wo war denn jetzt die Kirche? Alter! Kirche ist hier auf jeden Fall da, wo der Süden. Wow. Alter, irgendwo. Hab ich die jetzt außer Augen verloren, Alter? Die ist jetzt da drauf. Ja, wie komme ich denn jetzt da hin, bitteschön? Oder muss ich doch nicht dahin? Alter. Oder komme ich? Darüber. Na, na, na. Was? Nur mal nicht aufgeben, Dude. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ja, Leute, was machen wir denn? Alter, verarsch mich doch nicht, der hat mich jetzt.
Warum? Lauf doch! Alter! Alter. So, also ich sehe das richtig. Oder? Ach, boah, aber wirklich blind, Mann. Ich schaffe es nicht, mir hier eine halbwegs intakte Übersicht zu schaffen, Mann. Dort ist die Kirche. Ja, das sieht auch sehr... Wenn ich jetzt einmal springen könnte, wenn man hier wenigstens springen dürfte in dem Spiel. Ich kann mir überhaupt keinen Reim darauf machen, wie ich dorthin kommen soll. Weg nach unten. Ja klar. Ja. Oh, es ist schon irgendwie... Ich weiß, ich war hier schon mehrmals hier im Spiel. Und eigentlich ist es schon echt auffällig gestaltet, dass hier dieses Monster immer drumherum... Ich habe jetzt schon wieder gedacht, dass ich irgendwelche Blätter gehört habe. Dieses Monster hat uns ja öfter... Wo komme ich denn hier hin? Einfach nur zurück, oder was? Ja, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Alter. Scheiße. Warum sehe ich denn dieses Gebilde nicht? Alter Falter. Eieieiei. Jetzt leck mich doch fett am Arsch. Ey, Dude, du sollst mich fett am Arsch lecken. Genau du nämlich. Oh, nee. War ich nicht hier irgendwie schon mal und es war eine fette Sackgasse? Na, kommst du mal bitte auf dein Leben klar? Also, hier diese Richtung ist irgendwo das Ding, ne? Sehe ich das richtig? Warte, was? Nee, ich glaube, da werde ich quasi zu abtrünnig. Was erreiche ich denn, wenn ich hier lang laufe? Alter Falter. Halt der Maul, du Stinkeschalter, alter Falter. Ja, bring die reime Kette aber mal vom Maus. Keine Ahnung, irgendwas sagt mir auch diese Brücke. Kann das sein, dass ich jetzt ganz tollerweise diese Schlucht durchlaufe? Ja, ich durchlief an der Stelle, ja. Was?
Was? Was bricht denn hier ein? Alter. Okay. Also hier waren wir ganz bestimmt noch nicht. Also ich glaube... Wow. Wow, der Sturm. Das wäre mir aufgefallen, wenn ich schon hier gewesen wäre. Na, was haben wir denn da Schönes? Was rieselt denn hier runter? Jetzt ist das ganz große Problem. Ich nix wissen, wie ich mich jetzt... Hallo? Irgendwo ist es. Ist das die Richtung? Ich sehe es doch. Komme ich dorthin? Ach, dieser verfickte Wind, der ist so scheiße kalt. Die Glieder schmerzen, die Nase ist härter als jeder Diamant es jemals sein könnte. Meine Augen gefrieren mir quasi. Ich habe quasi eine natürliche Brille auf, was ich ne... Alter, verarsch mich nicht, verarsch mich nicht. Dann lass mich rein, dann lass mich rein, dann lass mich rein. Bitte, bitte, bitte. Water! 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 Alter! Mach die Tür doch zu! Alter! Mach die Tür doch zu! Okay. Alter, geil. Ja. Ja, 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 wir haben es hier reingeschafft. Alter. Drücken Sie. If you are reading these words, I beg of you, help us. We are in a place they call Post Office Box 5. I don't know where this is. I don't even know what year it is. They are not allowing anyone from the outside to have contact with us. They lock us up in cells, 4 in each. I saw dozens of cells like that. They talk about something they called Anomaly 7. Every day we undergo tests, research, tortures. I have seen how they kill people. I have seen terrible things. Write about it. Let the world know. They conduct the worst experiments possible. They have something that we call the fear chamber. There is no way to say what will happen to the person that ends up there. Some come back, but are no longer themselves. They are absent. Others are dragged out dead. Only few stay sane. I have seen a bright orange light, which spoke to me in demonic voices, and showed me things worse than any nightmare you can possibly dream. Sometimes people come out of there with broken bones, mutilated, crushed, irradiated, dismembered. I can't take it in anymore. Take away these images. There is a scientist amongst us. He said that during their sick experiments, they discovered something out of this world. They are trying to test it. The truth is that it is testing them. He told us that there are more places like this around the world. And there will come a day the gates of hell will open. You have to stop this. Destroy it. Destroy us. Kill us all. The center is governed by something that is called the Soviet Research Unit for Natural Phenomena. I have seen this on an ID card of the man that was interrogating me. He said we were prisoners, convicts, murderers, rapists, thieves. But that is not true. I have done nothing wrong. I hate them all. They call us subjects. No names, but subjects. I am Subject 73. I don't even remember my real name. I beg of you, please help us. Burn it all to the ground. If only this letter reached beyond the walls of the center. If only the guard who promised to take it has kept her promise. You have to do something. I swear by all that one holds sacred, you have to! My only cellmate, Anton.
whispers in my ear that everything is going to be fine. That the orange light is singing in the voices of hundreds of angel choirs. Anton promised me that if I listen carefully to the singing, he will free me. Sometimes, however, I think that all of this does not exist. There is no prison. There are no bars. There are no doctors. There is no Anton. There's only this frightening, piercing orange light. Ja, Freunde, um das hier mal schnell zusammenzufassen, bevor es hier wieder zu laut wird. Das ist hier ein Insasse quasi dieser Experimente. Die Wissenschaftler sprechen über irgendwas, was sie Anomalie 7 nennen. Ja, sie führen schreckliche Experimente durch. Die meisten kommen tot oder völlig oder hier nur wenige bleiben bei Verstand. Also nur so kommen sie dort raus. Ich habe ein grell-orangenes Licht gesehen, das mit dämonischer Stimme zu mir sprach und mir Dinge zeigte, die schlimmer sind als jeder Albtraum. Ja, der eine Wissenschaftler, der zu ihnen spricht, ist auch der, der diese Sachen an ihn testet. Er sagte, dass es auf der Welt mehr Orte wie diesen gibt und dass sich eines Tages die Pforten der Hölle öffnen werden. Genau, das ist eine Forschungseinheit für Naturphänomene hier in Russland. Angeblich seien sie alle gefangene, verurteilte Mörder, Vergewaltiger. Aber hier unser, er wird Subjekt 73 genannt, ja, sagt von sich selbst, dass er das nicht ist. Genau, und sein Zellengenosse ist Anton, das ist wieder hier der Typ, der Anton quasi sieht. Glaubt auch mittlerweile, dass es gar nichts von dem allen gibt. Also der hat auch einen völligen, ja, was heißt Realitätsverlust? Wer weiß, was davon der Realitätsverlust ist, ne? Ob es dann dieses orangefarbene Licht ist, das überhaupt zu sehen, oder ob es dann quasi die, die es nicht wahrhaben wollen, ist. Der letzte Satz ist, es gibt kein Gefängnis, keine Gitterstäbe, keine Ärzte, keinen Anton. Es gibt nur dieses furchterregende, alles durchdringende, orangefarbene Licht. Ja. So. Und jetzt haben wir auch 50-30 gefunden. Was passiert hier? Ist hier noch was, Hülle? Alter. Was denn? Poseidon, sag es mir doch. Muss ich da jetzt hin, da wo es quasi alles kaputt. Boah, what? Oder muss ich zu irgendeinem Ursprungsort zurück? Warte mal. Hier war ich dann ja bestimmt noch nicht, ne? Oder? Warte mal. Ach, ich hab schon wieder warte mal gesagt. Ja, gut. Also, Freunde der Sonne, ich schau noch mal. Wir haben wirklich sämtliche Sachen entdeckt. Dieser Scheißberg scheint hier irgendwie einzustürzen. Muss ich jetzt quasi hier ins Zentrum des gebirglichen Gebrechens oder was? Ja, aber das führt diese Egge, Leute, diese verdammte Egge hier, da,
Die führt mir ja zu rein gar nichts, ne? Also. Oder vielleicht dann hier lang? Ich könnte ja mal wieder den Campus öffnen. Das Problem ist, selbst wenn ich meinen guten Campus hier öffne. Campus, ey. Dann bringt mir das ja im Endeffekt trotzdem gar nichts. Komme ich jetzt den Geräuschen hier näher? Ja, aber... Das hört sich doch an, als würde es von hier irgendwo kommen. Oder was? Da drunter? Ja, hier runterspringen wäre eine... Das verspreche ich euch, aber das wäre eine Scheißidee. Oder? Habe ich das nicht irgendwann schon gemacht? Nee, ne? Ich habe irgendwie anders einen Weg hier runtergefunden, oder? Ach du Scheiße. Nein! Nein! Das ist so kacke. Das ist quasi so kacke, dass ich, glaube ich, jetzt spontan einfach sagen würde, ich versuche gleich nochmal das Spiel neu zu starten, in der Hoffnung, dass ich hier nicht weiter drinnen hänge. Ja, und versuch mich, ich habe keine Ahnung, wohin durchzuschlagen. Ich weiß es ja gar nicht. Eigentlich will ich dahin, wo es diese Geräusche macht. Also, keine Ahnung, Leute, ich werde hier erstmal einen Cut machen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Mein Name ist Tyvor. Macht's nicht nur gut, sondern auch besser. Wir sehen uns. Ciao. Coming to me.